Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 4.9.2020. Damit geht ich sag mal, September-Eröffnungswoche ihrem Ende zu. Unser mit heißer Luft gefüllter, wunderschöner Ballon, der so schön hochgestiegen ist zum Vortag, den hat es völlig zerlegt. Also ein glitschiger Lappen hier übrig geblieben. Wir schauen mal ein bisschen drauf, was unsere Erwartungshaltung war. Dezent auf jeden Fall ein Tag, der hier ein bisschen aus dem Rahmen springt. Also 500 Punkte von oben nach unten, das ist schon ordentlich Tobak halt. Ne? Das dürfte den einen oder anderen deutlich aus der Fassung gebracht haben. Das ist einfach üblich so, ne? Das sind Tage, da verlieren oft viele auch richtig Geld, ne? Weil die dann irgendwo sagen, na jetzt muss er doch aber mal drehen. Wir sagen immer auf dem Seminar, wenn Sie irgendwann mal sagen, der muss aber, machen Sie erstmal direkt das Gegenteil davon, weil das ist immer erstmal kontraindikativ, weil der Markt muss perspektivisch gar nichts halt, ne? Muss nicht irgendwo hinlaufen, muss das nicht machen, muss das nicht machen. Also deswegen dürften aber hier viele schon, bestimmt schon im Bereich um 13.300 rum Long reingesetzt haben, vielleicht auch Short rausgenommen haben, vielleicht sogar Short im Verlust realisiert haben, dann auf Long umgesattelt haben, alles ohne Erfolg. Ich habe das heute früh schon ein bisschen, ich will nicht sagen gerochen, dass das nach unten ein bisschen zwirbeln kann. Wir haben aber uns heute intensiv auch darauf vorbereitet, ne, dass man das eigentlich genau das Gleiche, was wir zum Vortag nach oben raus gesagt haben, nochmal nach unten eben durchgespielt. Dass wir eben schon gesagt haben, man muss da aufpassen und wenn solange noch Rotstundenkerzen kommen und so weiter, dass man einfach auch ein bisschen aufpasst, dass man nicht die ganze Zeit nur gegen den Trend buttert und im Zweifel, wenn die Dynamik nach unten kommt und wenn der Markt, also wir haben uns die 13.200 da so ein bisschen als Marke genommen, später ist es dann auf 13.260 hochgewandert, wenn der Markt da drunter geht, dass er halt auch Übertreibung bis 13.000 bringen kann halt. Ne? 13.95, 13.135. 13.000 und dass man da halt echt aufpassen soll. So vom Muster her, oben hat man ja die 450 da noch als wichtig auserkoren. Das hat der Markt auch so gesehen, hat die ganz gut wegreagiert. Also sieht man ja jetzt hier auch im Chartbild ganz gut. Unten hat er keinen Bock drauf gehabt, hier unten zu reagieren. Da ist er auch relativ gerade durchgestiegen. Also da kann man sich nicht viel falsche Hoffnung gemacht haben. Und nun müssen wir schauen, was er jetzt hier draus macht. Ist natürlich auch deutlich überhitzt jetzt. Na, ist deutlich überverkauft. Dann bin mal gespannt, wie der asiatische Handel jetzt mit der Situation umgeht. Ich meine, wenn die jetzt aufwachen, die werden wahrscheinlich dreimal hingucken müssen, was hier passiert ist. Ne? Das sah vorher alles ein bisschen anders aus, nicht nur was den DAX angeht. Ne, auch, ich sag mal, ein Nasdaq, der hat jetzt dezent so einen kleinen Knick in der Optik. Also den hat's dort nicht weggeschoben. Auch der tragende Titel. Und ich meine, wie sich eine Apple bewegt, das ist schon, da geben viele Leute was drauf halt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir es hier im Video gesagt hatten oder ob es bei uns im Chat war auf der Seite, aber ich habe gestern schon gesagt, wenn gestern so die Tech-Werte in USA so zappeln, ne, und da so wackeln, konnte ich mir. Oder habe ich gesagt, wäre es für mich auch denkbar, dass ein SAP dann am Folgetag leidet. Und wenn Sie mal eine SAP sich hochholen und dann mal eine Trendlinie ziehen, unten von diesem Corona-Tief, also wo der DAX bei 8.000 war, die SAP im Tief stand und Sie ziehen da so eine Trendlinie über die Tiefs nach oben, dann ist sie da jetzt mit einer langen roten Kerze unten rausgestiegen. Das heißt, sie hat ihren Aufwärtstrend verlassen. Na, also das sind schon so ein paar Punkte, wo wir jetzt sagen müssen, also ja, schön und gut. Aber wenn da jetzt Nachwehen kommen, kann es ein bisschen brenzlig werden im DAX. Ne? Also auch im Tageschart haben wir ja gestern auch ein bisschen drüber gesprochen, dass der DAX halt einfach, wie haben wir gestern gesagt, dezent scheiße reagiert. Ne? Dass er mit den neuen Hochs halt nicht immer so richtig klargekommen ist jetzt die letzten Tage. Oder die letzten Male und dass man schon davon ausgehen muss, dass auch das wieder umgehen kann. So im Nachhinein klingt das jetzt immer alles so wie, ah ja, das war ja so einfach gewesen. Na klar, so war es dann nicht und es hätte ja auch die Route nach oben raus gegeben. Das ist halt immer, man hat immer zwei Bilder, machen Sie sich da nicht so viele Vorwürfe selber. So von wegen, ach, das hätte ich doch alles haben können. Das ist einfach nicht gesund für den Kopf. Na? Gehen Sie einfach ran, haben Sie saubere Chancen gesehen, haben Sie die genutzt und danach können Sie sich bewerten. Ja, aber nicht jetzt sagen, ach Mensch, das waren 600 Punkte, die hätte ich alle haben können, wollen, müssen. Sie glauben es mir, da wären Sie kein guter Trader mit, wenn Sie das nicht bei Zeiten abgestellt kriegen. Also wer immer noch versucht, die maximale Bewegung zu machen, dem entgeht so viel Cash einfach, weil er sich irgendwann abgewöhnt, regelmäßig Gewinne reinzuholen und dann kippt einem irgendwann die Depot-Performance einfach nach hinten um. Das geht gar nicht anders. Ne? Also da bitte nicht falsche Selbstvorwürfe an der falschen Stelle setzen.
Das ist einfach so halt, ne? Also man muss das nicht alles mitnehmen. Wichtig ist, dass das, was man macht, dass das begründet war und sauber war. Jetzt haben wir eine Situation, die habe ich gestern verbal angesprochen. Wenn der DAX hier wieder komplett rund ist, müssen wir auf jeden Fall die Scheine wieder umdrehen. Also wie andersrum, ich habe gesagt, ich würde nur für den Donnerstag die neuen Scheine nehmen und für den Freitag dann eben wahrscheinlich wieder die alten, wenn der DAX jetzt zurückkommt. Jetzt ist er zurückgekommen. Deswegen würde ich jetzt hier tatsächlich dann auch wieder auf die vom Vortag umspringen. Sind jetzt beide, also sowohl die sind ja jetzt am Donnerstag nicht ausgestoppt worden, als auch die, die mir jetzt für den Donnerstag wurden, wurden jetzt zum Donnerstag nicht ausgestoppt. Von daher sind die alle noch weiter aktiv, weiter gültig. Ich würde jetzt aber für neue Positionen da nicht mehr mit dem, was hatten wir unten, 77 oder so, als Stop-Loss rumhantieren. Das wäre mir zu riskant. Also das sind die Scheine, Punkt. Einfach weil hier unten im DAX durchaus dann auch attraktivere Ziele so sind halt, ne? Gerade so im Bereich um 640, 6, wo fange ich an? 800. 12.800. Hier liegt noch ein offenes Gap. Da. Das wäre erstmal Ziel 1. Da können wir schon mal anfangen. Können wir schon mal ein bisschen Pfeile rüberrücken, weil der ist nämlich noch gültig. Und wenn der DAX hier aus diesem Kreuz rausfällt, dann macht er das Gap zu. Also, und wenn er das Gap zumacht und schlecht gelaunt ist, dann fällt er auch noch bis zur 700 und dann gegebenenfalls bis zur 640 durch. So, damit muss man rechnen halt, ne? Auch so, wie es den vermöbelt hat. Und auch wenn er weit gefallen ist, na, er kann da auch weiter fallen. Na, also da jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, der muss ja jetzt unbedingt steigen. Es ist Freitag. Das muss nichts, du musst gar nichts. Und am Freitag stecken da gern die Leute an. Also ich bin sehr gespannt, wie auch das Klientel so reagiert. Also gerade im privaten Bereich auch, wie die Leute sich jetzt positionieren. Wenn die natürlich jetzt hier alle Short reinflacken ohne Ende, dann wird er an der 700 und an der 800 halt schön da oben aufdrehen halt und nochmal seinen Rebound bringen. Und der kann bis 230 oder so gehen. Also Platz ist da jetzt genug nach oben raus. Und wenn jetzt alle früh gleich Long reinwuchten, dann sehe ich den eher unten. Da muss man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl ausfahren und mal rechts und links vielleicht auch ein bisschen gucken, wie die anderen so unterwegs sind halt, ne? Wer gar nicht die Möglichkeit hat, halt Eulwach-Sentiment, das hilft dann noch ganz gut, ne? Wie sind die Leute so unterwegs? Sieht man dann manchmal gleich früh, wenn die dann alle mit minus 50 da drinnen hängen, ja, dann kannst du gleich Long reinlegen. Ja, gut. Rücklaufbereiche sind nun interessant. Sollte der DAX nämlich nach oben kommen, kann er dort wieder runter drehen. Ein bisschen aufpassen muss man am Freitag aber trotzdem, weil so ein Freitag natürlich, wenn er schwach reinstartet, auch bis zum Abend durchsteigen kann. Ne? Das kann sein, dass der dann nicht unbedingt bis, dass der das, also ich glaube nicht, dass, also ich gehe davon aus, der wird nicht bis hier hochlaufen. Das meine ich nicht. Aber es kann sein, dass er bis zur letzten Minute ansteigt halt, ne? Und es einfach so Stück für Stück immer wieder runtersetzt, wieder ansteigt, 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 runtersetzt, wieder ansteigt. Vielleicht sogar bis zu 13.300 hoch. Also. Und damit muss man schon ein bisschen rechnen, das muss man einplanen zum Freitag. Freitage sind oft ein bisschen widerlich, die nehmen einem oft auch die Wochengewinne weg. Von daher sehen sie vielleicht zu, wie sie den Donnerstag ein bisschen verteidigt bekommen, wenn sie auch gute Ergebnisse haben, dass sie sich nicht zum Freitag halt einfach vertüdeln. Ja. So, ansonsten können wir hier mal ein bisschen was reinzeichnen. Rücklaufbereiche wären halt jetzt das hier. Die 13.175 bis 13.200, das ist ein schöner Rücklaufbereich. Wir hätten auch darüber die 13, das Tief hier von hier. Was ist denn das? Ach, das ist die 13.175. Ja, die haben wir ja gezeichnet, das passt dann. 13.2 Dings, 13.320, das ist dann hier. Da fing es alles so ein bisschen an. Das wäre so darüber gehend. Also 13.320 und die 13, ich sag mal 1.70 bis 13.200, also gerade so 1,70 bis 200, das ist schon attraktiv. 2,80 ist attraktiv, 3,20 ist attraktiv. Ne? Und von den Bereichen, wenn der Markt dort wieder wegdreht, darf man dort auch nochmal Short probieren halt. Ne? Also kann man ruhig nochmal versuchen. Wie gesagt, zum Freitag halt ein bisschen aufpassen, nicht, dass er sich dann so Stück für Stück halt einfach nach oben durchfrisst. Das kann er, das macht er auch gerne mal am Freitag. Er fällt aber auch gerne mal durch. Also gerade wenn er so Vormittag eher mehr zur Seite neigt, ne, so auf der Stelle trampelt und dann hinten raus abkippt, das ist auch sehr typisch, dass er dann hinten raus halt echt nochmal auch ein paar Punkte schaffen kann. Ja, ansonsten Tagesschart. Die untere Kante, das ist jetzt hier das ist nämlich die 700. Da haben wir es sogar drin. Ja, hier einmal drauf. Das würde jetzt zum Freitag so im Bereich 650, 670. Bis im weitesten, ich sag mal, 700 liegen. Na, das wäre jetzt die untere Kante. Rennt er uns durch, macht er auch einen Abwärtsgap beispielsweise. Also gerade beim Abwärtsgap sollte man sensibel werden. Na, kann er schon nach unten nochmal durchtreten. Ich will jetzt nicht sagen, nochmal so einen Tag hinterher setzen, aber
Also, wenn er ihn abwärts gebracht, kann er sich schon gut antreiben. Ne? Das ist schon, das muss man sagen. Ja, und das wäre dann ein mögliches Ziel auch noch, was wir hier unten hätten. Bereich um 6,70, 6,40. Ja. Aber ansonsten kommt eine Erholung rein, vielleicht auch einen Long probieren. Ich würde mich da nicht zu Sölde voll verwehren. Also wenn der Markt zeigt, dass er hoch will, ne? Wenn er zeigt, dass er auch nicht unten wieder raus beschleunigt, indem er zum Beispiel ansteigt, kurz zurückzuckt und dann aber kein neues Tief macht, sondern wieder auftreten, dann probieren Sie ruhig mal Long. Also ich glaube, wie gesagt, wenn der dann nämlich den ganzen Tag hier die Erholung durchzieht, kann es schon passieren, dass auf der Seite einfach mehr zu holen ist. Ne? Und jetzt, wo alle sagen, der kann ja nur fallen, ist vielleicht das dann sogar gar kein schlechter Weg, aber achten Sie drauf, wie der reinkommt. Da kommen Sie nicht drum rum, das müssen Sie selber machen halt, oder? Gucken, was wir dann da bei uns im Chat oder in den Mails rumlassen. Da werden wir auch nochmal drauf eingehen dann morgen. Ja. Sie müssen mit beidem rechnen, müssen Sie sich auf beides einstellen. Von der Bewegung her haben wir jetzt einen Channel gesehen, der würde jetzt hier seinen dritten Kontakt bekommen, dann würde er nochmal einen kleinen Rebound machen, also 13,175 schon realistisch. Und dann würde der Channel brechen. Sollte aber der Channel vorher schon brechen, beispielsweise durch einen Abwärtsgap, dann ist der vorher schon kaputt. Und dann kann der DAX durchfallen. Na, und zwar direkt. Und bis zur Tagesunterkante. Das ist einfach so. Gap Close bei 800, der ist nett. Den muss man, sollte man auf dem Schirm haben. Und die Kante hier. Mehr kann ich hier gar nicht sagen. Ja. So, dann hoffe ich, dass sie überlebt haben, aber ich glaube, sonst hätten sie sich heute das Video nicht nochmal reingezogen. Wie gesagt, machen sie sich nicht zu viele Vorwürfe. Das sind auch Ausnahmetage, und das hat man ja nicht immer im Monat. Dann gehen sie da nicht zu streng mit sich selber um auch. Und versuchen sie bitte auch nicht. Das sieht man immer bei ganz vielen. Die sagen dann, oh, ich hätte so viele Punkte haben können. Oh. Und hätte ich einfach so und so gehandelt. Oh, ich hätte heute 600, 700, 800 Punkte gehabt. Vorsicht, 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 gewöhnt sich da nicht. Versuchen Sie sich nicht anhand eines Tages was anzutrainieren, was ja die anderen 29 Tage gar nicht geklappt hätte im Monat. Oder ich sag mal, die anderen 19 Handelstage. Na, also das machen immer viele. Die kriegen ja auf die Mütze, ne, verlieren vielleicht den Gewinn von gestern oder vorgestern. Mehr soll es nicht sein, dann stimmt was im Risikomanagement nicht. Ne? Aber die sagen dann, oh ja, nee, und oh, ich probiere das anders und ich mache das jetzt so und so. Ja, und dann wundern sich die nächsten 19 Tage, warum das nicht klappt, was sie sich da Neues, Tolles einfallen lassen haben. Weil so eine Tage einfach nur ein, zweimal im Monat gibt, ne? Dass der Markt halt wirklich mal 500 Punkte durchfällt. Von daher wirklich ganz neutral und nüchtern, nicht jetzt emotional getrieben, irgendwelche Setups verwerfen oder schwierige Entscheidungen treffen. Lassen Sie es erstmal sitzen, gucken Sie sich, machen Sie vielleicht einen Tag Pause, wenn Sie hier auf die Nase gekriegt haben, steigen Sie Montag wieder nochmal ein und dann arbeiten Sie das nochmal auf, gucken Sie sich nochmal an, haben Sie Fehler gemacht oder war es halt einfach der Markt, der kaputt war und wie können Sie sich künftig davor schützen, dass Sie an solchen Tagen nicht so viel verlieren. Ne, ich glaube, das ist der beste Ratschlag, den ich Ihnen hier geben kann. So, und ansonsten gucken wir mal, ich weiß es nicht, also. Ganz ehrlich, wenn ich ein Japaner wäre und ich würde jetzt aufwachen und ich würde das sehen, pff, also ich würde mir sagen, lieber jetzt noch verkaufen, wie 1000 Punkte tiefer. Ihr könnt mir schon was vorstellen, dass hier noch ein Abwärtsgap kommt. Es wäre krass, ja, aber es ist halt Markt, ne? Dem ist es egal, ob was übertrieben ist oder nicht. Das ist immer. A setzt einen Impuls, B führt ihn fort, C setzt weiter drauf und so weiter und so fort halt. Und das sind ja viele Instanzen und viele, viele Bewegungen. Auch Leute, die sowas jetzt gestern gesehen haben, Institute, die haben ja gar keine Zeit gehabt zu reagieren. Die sitzen morgen früh in ihrem Meeting und besprechen jetzt erstmal, wie sie damit umgehen. Und da können sie noch nicht davon ausgehen, dass die jetzt hier schon großartig agiert haben, Positionen abgebaut haben, reduziert haben, umgeschichtet haben und so weiter. Das dauert alles. Das ist alles träge an der Börse halt. Ne? Auch in Instituten. Das sind halt ganz normale Betriebe. Es ist zum Glück jetzt kein öffentlicher Dienst. Also nichts gegen öffentlichen Dienst, aber allgemein sagt man ja so aus Spaß immer, dass die da alle ein bisschen langsam arbeiten. Und nee, ich glaube, jetzt habe ich welche auf die Füße gedreht. Das ist wirklich nicht böse gemeint. Es geht um dieses Prinzip, dass Institute einfach eine gewisse eine Prozesskette haben, ne? Abstimmungsverfahren, verschiedene Genehmigungsinstanzen, bis dann tatsächlich eine Aktion erfolgen kann. Und wenn wir gucken, wann der gefallen ist, 15 Uhr, da haben die ersten schon Feierabend gehabt. Ne? Da darf man noch nicht davon ausgehen, dass die das alle schon jetzt drin haben. Und da kann es schon passieren, dass das auch jetzt zum Freitag, Montag, Dienstag, vielleicht sogar noch Nachwehen einfach kippt halt, ne? Auf diese Bewegung hin.
Deswegen unten nicht denken, nur weil er weit gefallen ist, geht da nicht mehr. Ne? Also bleiben Sie da gedanklich offen, bitte. Gut. Okay, damit haben wir mal wieder ein bisschen längeres Video gemacht. 15 Minuten. Irgendwie Punktlandung jetzt immer die letzten 3 Tage. Aber ist mir einfach wichtig, da auch ein bisschen mehr noch mitzugeben, als einfach nur die Marken drumherum. Das sind schwierige Tage für viele. Also gerade für Anfänger ist es. Also ich hätte hier früher direkt, zack, könnte ich morgen die Kreditkarte wieder ziehen und neu einzahlen. So habe ich früher getradet halt, ne? Also so habe ich traden gelernt. Learning by doing. Bin nicht auf die Idee gekommen, anderen Leuten auf YouTube zuzugucken oder mich in irgendwelchen Foren zusammenzuschließen. Nee, nee, ich habe schön auf die Schnauze. Das volle Programm. Von Anfang an bis Ende. Aber gut, okay, das gehört hier nicht hin. Scheine habe ich euch gezeigt. Hier haben wir drüber gesprochen, sensibilisiert habe ich, für unten ein bisschen vorbereitet, dass da noch was kommen kann, habe ich auch. Rücklaufmarken haben wir besprochen, wie in der Erholungsbewegung umzugehen ist, habe ich besprochen. Was kommt, weiß ich nicht, ich bin kein Hellseher, ja, aber ich denke, damit sind wir auf beide Sachen, die kommen können, ganz gut vorbereitet. Und von daher mache ich jetzt hier zu und wünsche Ihnen noch einen guten Freitag. Wenn Sie total irritiert sind, lassen Sie den Freitag weg. Ah, auch eine gute Empfehlung. Tag einfach nicht traden. Beobachten, gucken, wo kriegen die anderen auf die Nase, was machen die anderen. Und dann am Montag ansetzen. Ah, ist nie verkehrt. Freunde, ich mach aus. Dann schönes Wochenende allen und trotzdem viel Erfolg, die sich morgen versuchen. Tschüss.